Hallo und ein herzliches Willkommen hier zum Viertelfinale der Euro 2024. Spanien gegen den Gastgeber aus Deutschland. In wenigen Minuten ist Anpfiff. Bleibt jetzt auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Das Spiel wird natürlich in voller Länge von mir kommentiert. Ich hoffe, ihr seid heiß. Ich bin's auf jeden Fall. Also, let's go! Und auch mein herzliches Willkommen von meiner Seite. Wie gesagt, ich bin euer heutiger Kommentator, Mr. Ninox. Moin! Also, gehen wir rein ins Spiel. Spanien gegen Deutschland. Natürlich ein absolutes Kracherduell. Schreibt mir gleich zu Beginn mal gern eure Tipps unten in die Kommentare. Hier sehen wir jetzt die erste Balleroberung der deutschen Elf. Havertz. Kai Havertz macht es erstmal klasse. Ich glaube, ihr seht an meinem Outfit, ich kann nicht ganz parteiisch bleiben als Kommentator in dem Spiel. Hier erstes Foul von Dani Carvajal. Der Unparteiische pfeift, aber er belässt es vorerst bei einer Ermahnung. Toni Kroos wird sich dieser Sache wahrscheinlich annehmen. Für einen direkten Versuch ist es zu weit weg, aber es sieht irgendwie so aus, als würde er es direkt versuchen. Aber gut, gar kein Problem, wirklich gar kein Problem für Unai Simon. Ganz wichtig noch, bevor wir gleich auf die Aufstellungen von beiden Teams gucken, lasst jetzt unten unbedingt ein fettes Abo da und aktiviert die Glocke, um eben die anderen Viertelfinalspiele nicht zu verpassen. Die gibt es ja ab heute Abend gleich wieder und jetzt kommt die erste wirkliche Gefahr auf Deutschland zu. Manuel Neuer kann die allerdings fürs Erste abwehren. Auf jeden Fall, wie gesagt, Abo da lassen und Glocke aktivieren, ganz wichtig, um die anderen drei Viertelfinalspiele nicht zu verpassen, die es natürlich auch verdammt in sich haben. Hier, klares Foul von Florian Wirtz. Jamal Musiala, Jamal steht aber wieder auf. Jamal! Neuer, nächste gute Parade. Und ich glaube, Florian Wirtz kriegt noch zu Recht im Nachhinein die gelbe Karte. Ja, ganz klar, nur auf den Mann. Unnötig. Da darf er nicht so dumm reingehen. Und jetzt hat er schon gelb und er steht wieder da. Ich hoffe, er hält sich jetzt etwas zurück. Er geht wieder voll drauf. Aber diesmal macht das gut. Florian Wirtz. Wirtz. Pedri ist auch nicht der langsamste. Gündogan. In der Mitte wäre Havertz. Außen Musiala. Jetzt außen wäre auch Kimmich dabei. Kai Havertz macht es selber. Also, was macht der? Kai Havertz. Kai Havertz. Der ist gut. Der ist gut. Unai Simon. Wenn er den ein bisschen anders bringt, Kai Havertz, wird es noch gefährlicher, sage ich. Gündogan, Rodri. Macht es natürlich klasse. Rodri gegen Toni Kroos. Sie werden zwar selten im direkten Duell gegeneinander sein, trotzdem ist es ein verdammt spannendes Duell. Der Sechser, Jonathan Tah. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, klar, kommt natürlich darauf an, wie den Rodri getroffen hätte, aber der hat einen Bombenschuss. Das hätte eventuell das 1-0 sein können. Ganz stark von Jonathan Tah, der ja wieder ins Team kommt. Für Nico Schlotterbeck, der für ihn drin war, weil er gelb gesperrt war. Jetzt, Ilkay Gündogan. Der ist drin! Der ist drin! 1-0 Deutschland! Was? Ich hab schon abgeschaltet! Deutschland führt mit 1-0. Ilkay Gündogan schlürft sein Käppchen. Was ist hier los? Wilder Beginn, erst zwei Chancen Spanien und jetzt hier? Ich dachte, den hat Unai Simon auch. Ist der schlecht geschossen eigentlich von Ilkay Gündogan? Oh, der ist gar nicht gut, aber der rutscht ihm über die Hände. Ich dachte, das wäre das Außennetz. 1-0, Deutschland also auf Kurs. Halbfinale. Schalalala. Okay, bisschen neutral. Bisschen unparteiisch muss ich schon sein. Neutral, ihr kennt's. Jetzt Foul von Gündogan gegen Pedri. Da muss man wirklich nicht so reingehen. Zum Glück nur gelb, aber ich glaube, geht auf jeden Fall in Ordnung. Gucken wir nochmal drauf. Rodri beschwert sich zwar. Will hier die rote Karte sehen, oder wie? Okay, gut. Also, gelb ist in Ordnung, aber ist schon sehr klar gelb. Braucht sich der Captain nicht beschweren. Zwei gelbe Karten jetzt schon auf der Seite von Deutschland. Der ein oder andere ist ja auch gelb vorbelastet übrigens, wollte ich nur nochmal sagen. Unter anderem Rüdiger und der kriegt sie jetzt wahrscheinlich. Neuer, ja, und jetzt kriegt er sie im Nachhinein. Ich spreche es gerade an, dritte gelbe Karte innerhalb von wenigen Minuten. Ich glaube 24 und auch die geht sowas von in Ordnung. Gucken wir nochmal ganz kurz drauf. Ja. Ganz klar, ich weiß nicht, doch, trotzdem gibt es die Ecke. Genau, weil der Schiedsrichter Vorteil laufen lassen hat. Gut und richtig entschieden. Die Ecke sieht nicht ungefährlich aus, Neuer.
Der spanische Kommentator wird natürlich jetzt ausrasten und ich raste auch aus! Was ist das? Das gibt's nicht. Was ein Gegentreffer. Aber gut, ich wollte versuchen, neutral zu bleiben. Das ist das 1:1 für Spanien. Eigentor von Manuel Neuer. Es ist die EM der Eigentore. Jetzt hier, glaube ich, mal das erste Foul. Auf der spanischen Seite von Rodri. Dafür gibt es keine gelbe Karte an Kai Havertz. Oh, ist das bitter für Deutschland. Ist das bitter? Tut mir leid, dass... Jetzt gucken wir kurz drauf, Rüdiger. Ah, das tut mir ein bisschen leid, dass ich so komplett unneutral geblieben bin. Natürlich... In echt wird der Kommentator sagen, was ist denn da passiert? Das gibt es doch nicht. Wie bitter ist das? Und bitter wäre es natürlich jetzt auch, wenn Williams den Anschlusstreffer, gleich den Führungstreffer macht. Aber Neuer kann, dem ich übrigens keinen Vorwurf mache zu diesem Eigentor, Schlimmeres verhindern. Kimmich hätte so viel Zeit gehabt. Also nicht so viel, aber er hätte Zeit gehabt, nicht Neuer anzuschießen. Laporte, Abstoß. Wow, aber auf jeden Fall, um das nachzureichen, ich habe es ja gerade schon 2-3 Mal gemacht. Was ein Eigentor, was ein Spiel. Es ist wirklich krank. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Rodri, ich habe gesagt, der hat einen guten Distanzschuss. Neuer, ist das bitter. Ist das, ich komme immer noch nicht drauf klar. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Und jetzt sieht's ganz eng aus. Laporte auf Morata! Also selbst wenn Neuer an dem Eigentor schuld gewesen wäre, er hätte es jetzt schon längst wieder ausgebügelt. Aber ist er nicht. Neuer bis jetzt ganz klar der beste Deutsche. Morata, starke Drehung. Oh, Raum. Wenn er gegen die Hand geht. Aber zum Glück habe ich ja Handspiel aus, weil das ist so ein Scheiß in FC 24. Und Toni Kroos ist verletzt. Geht's noch? Hier kann er noch klären. Legt aber genau Fabian auf. Neuer hat er gefühlt die meisten Wahlkontakte bei Deutschland. Also ohne Witz. Was ist hier los? Wie fängt diese Partie an? 2 gute Chancen für Spanien. Eine gute Chance für Deutschland. Das Tor für Deutschland von Gündogan. Dann Spanien eigentlich ein bisschen draußen. Und dann so ein Ei. So ein Ei. Klar, ist es jetzt verdient. Weil Spanien jetzt wirklich viel erwartete Tore, nehme ich an, auch hat. Aber... Die wären halt nicht passiert und nicht gekommen, wenn Deutschland 1:0 weiterhin geführt hätte. Und jetzt, schau mal. Musiala, nächster guter Abschluss, aber gut kann man den Abschluss leider nicht wirklich nennen. Ta, verteidigt gut nach vorne. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Wenn man Spanien hier nicht wieder ins Spiel kommen lässt, dann fällt vielleicht dieser, dann kommen diese vielen Chancen vielleicht überhaupt nicht zustande. Deutschland scheint sich jetzt wieder ein bisschen gerafft zu haben. 2 gute Abschlüsse. Weiter, weiter muss es gehen. Immer weiter, weiter, weiter. Unai Simon. Carvajal. Oh, Wirtz, der muss aufpassen, Florian Wirtz. Du hast schon gelb. Pedri, Raum wurde überspielt. Laufduell Morata gegen Tah, das müsste Tah haben und den hat er auch. Tah, faul, faul. Ja. Das Schiedsrichterassistent winkt schon mit dem Fahlal. Völlig zu Recht. Warum gegen Jamin Jamal? Jamin Jamal macht es klasse, macht es klasse. Wie hat Neuer den denn gehalten? Also es war jetzt nicht der gefährlichste Schuss, aber der ist ihm durch die Beine und dann... Boah, das hätte überhaupt nicht gut ausgesehen, Manuel Neuer. Ist wahrscheinlich die letzte Aktion in dieser ersten Halbzeit und es könnte wieder gefährlich werden. Aber der beste Deutsche bis dahin. Ist mal wieder zur Stelle. Manuel Neuer. Ich bin jetzt sehr gespannt auf die Statistiken. Die blicken wir natürlich auch. Sofort. Wenn jetzt Kimmich Neuer schon wieder angeschossen hätte. Das ist also, ja, die erste Halbzeit, das war's mit Halbzeit 1. Wie gesagt, wir gucken hier in Stuttgart natürlich als erstes auf die Statistiken. Hier sieht man die beiden Unglücksraben. Manuel Neuer und vor allem Joshua Kimmich. Ah, ist das bitter. Hier sieht man jetzt nochmal die Torschützen. Also Kimmich. Also ich finde, er trägt die Schuld, aber er schießt so ganz der Neuer an. Aber cool, dass es als Kimmichs Eigentor gerechnet wird. Also cool. Aber jetzt auf die Statistiken von den beiden Teams. Und ja, wie ich gesagt habe, sie gehen ganz klar in Spanien. Nur was ich ganz kurz sagen wollte noch. Ihr wisst, was ich mit cool meine. Dass FC 24 das halt so checkt und das auch so macht. Aber eigentlich muss Neuer das Eigentor zugesprochen kriegen. Aber ist ja völlig wurscht. Statistiken seht ihr, aber ich habe auch gesagt, ich weiß nicht, ob sie so viele Chancen
gekriegt hätten, die Spanier, wenn es 1:1 nicht gefallen wäre. Und wie gesagt, das war ja wirklich nicht ihr Verdienst, dass dieses 1:1 gefallen wäre. Er ist, gucken wir nochmal drauf, so viele gelbe Karten und dann Kimmich. Und dann verletzt sich Groß auch noch, aber ich bin mal gespannt, ob er raus muss oder nicht. Aber ich würde sagen, wir springen sofort rein in die zweite Halbzeit. Let's go, ich bin verdammt gespannt. Übrigens wundert euch nicht, warum ich so wenig ausraste. Ich würde noch viel mehr ausrasten, aber wir haben halt auch Nachbarn und so. Kleiner Spaß, jetzt, let's go. Und rein in diese zweite Halbzeit, in der sich natürlich die Frage stellt, wie beide Teams, beziehungsweise welches Team besser reinkommt. Und wir sehen es hier. Zwei Wechsel bei Deutschland. Füllkrug ist drin für Kai Havertz. Guter und früher Wechsel bei meinen Augen. Und Leroy Sané habe ich gesehen. Und für Wirtz. Für Florian Wirtz Doppelwechsel bei Deutschland. Also in meinen Augen, ja, recht früh. Aber kann ja trotzdem ein gutes Zeichen sein. Vor allem Kai Havertz, den fand ich jetzt nicht so gut drin im Spiel. Und Florian Wirtz war wirklich, der musste sich zurückhalten wegen der gelben Karte und war auch nicht so gut im Spiel. Deswegen für mich zwei, ja, berechtigte Wechsel. Jetzt aber weg vom organisatorischen. Spanien kam schon wieder mit so einer kleinen Halbchance, kam aber nicht zum Abschluss. Genug an. Auch der gelb vorbelastet. Sané, die beiden Neuen. Sané bis jetzt noch nicht so ein gutes Turnier gespielt, muss man einfach so sagen. Aber wenn er natürlich gegen Spanien gut spielt, ist das alles völlig vergessen. Groß. Groß macht es gut, der übrigens weitermachen kann anscheinend. Füllkrug hier zu erweckt, diesmal von Unai Simon, um einen Abpraller ins Tor schießen zu können. Fabian, den muss jemand aufhalten. Fabian, übrigens, ich bleib dabei, Neuer. Bester Deutscher in dieser ersten Halbzeit, trotz dem Tor von Ilkay Gündogan. Ja, es scheint so weiterzugehen wie in der ersten Halbzeit. Spanien macht Druck. Deutschland versucht, ein paar Nadelstiche zu setzen, wenn es mal geht. Musiala, geh vorbei, Junge. Musiala gegen Jamin Chamal. Das ist so das Duell. Diesmal gewinnt Jamin Chamal in der Rückwärtsbewegung. Das Duell gegen Musiala und Andrich gegen Rodri. Das könnte teuer werden, Fabian. Rüdiger muss aufpassen. Da hätte noch keine gelbe. Komplett ungefährlich, der Schuss. Keine Gefahr für das Tor von Manuel Neuer. Tau, der hat die Nerven weg. Groß. Sané. Schau, Spieler Füllkrug. Sané probiert selber. Gute Aktion, hätte aber wesentlich mehr drin sein können. Ich merke es wirklich, ich bin viel zu unneutral, aber gut. Man sieht es auch ein bisschen an meiner Ausstattung. Williams, Fabian, Rüdiger. Okay, jetzt reiße ich mich wirklich zusammen. Gündogan, Ilkay, Gündogan, 2:1 Deutschland. Da ist das Ding. Gündogan macht in meinen Augen kein wirklich gutes Spiel, aber er macht 2 Tore und das ist das Einzige, wo er am Ende zählt. Ilkay Gündogan, der so viel Hate abbekommen hat, hat dann, finde ich, 2 gute Gruppenspiele gemacht. Achtelfinale nicht ganz so gut, das dritte Spiel auch nicht ganz so gut, aber hier, wie gesagt, er spielt nicht super gut, aber 2 Tore, dann bist du gut. So ist es. Unai Simon kann nichts mehr machen. Diesmal war der Abschluss auch in meinen Augen besser. 2:1, also hier sieht man jetzt Jamin Chamal, als ob der in echt so früh rausgehen wird. Dani Olmo, richtige Einwechslung, aber die Auswechslung eventuell, ja, aber gut. Vielleicht war ja auch irgendwas Muskuläres oder eine Verletzung. Pedri. Mindestens 23 Minuten muss Deutschland dieses Ergebnis jetzt noch halten oder natürlich am besten nachlegen. Füllkrug und Gündogan. Gündogan behindert der Füllkrug ein bisschen. Jetzt ist er am Ball. Gündogan. Deutschland. Da sieht man, was so ein Treffer ausmachen kann. Deutschland sieht jetzt. Sie hat jetzt wieder Oberwasser. Jonathan. Tafel Nico Schlotterbeck, da hätte ich eher einen Rüdiger raus, der ist gelb vorbelastet. Aber gut, Schlotterbeck hat auch sein Ding bis auf diesen einen fetten Schnitzer gegen Dänemark echt gut gemacht. Das Tor, was in meinen Augen zählen hätte müssen eigentlich, gemacht. Aber wie gesagt, ich hätte eher Rüdiger raus. Aber darum soll es nicht gehen. Es ist jetzt passiert. Rüdiger, wie gesagt, er muss jetzt aufpassen. Schlotterbeck wird seine erste Aktion. Schlotterbeck, das macht er gut. Er rückt nicht zu offensiv raus. Rückt nicht zu arg drauf, aber bleibt auch nicht komplett weg. Ganz stark von Nico Schlotterbeck, alias Schlotti. Andrich. Steckt ihn durch. Steckt doch Leroy Sané da. Du Cucurella. Auch der macht auf der Linksverteidigerposition echt gut bis dato.
Jetzt Ruiz raus und Merino rein. Okay. Auch Spanien hat natürlich noch den einen oder anderen guten Spieler draußen sitzen. Unter anderem ein Alejandro Grimaldo, Rüdiger, starker Vorstoß. Musiala, wenn er jetzt Gündogan spielt, da wäre mehr drin gewesen. Aber die Chance lebt vielleicht noch. Raum, eine Torvorlage hat er schon gegeben. Auf Niklas Füllkrug im Spiel gegen die Schweiz. Musiala, vorhin hat er schon eine Chance gehabt. Musiala, Unai Simon, Kopfball, nein, Unai Simon hat den, ja. Wow, 10 Minuten, die letzten 10 Minuten laufen. Gucken wir drauf. Morata, Rodri. Spanien braucht jetzt nochmal eine Schlussoffensive. Emre Can. Und ist denn der gekommen? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Für Toni Kroos nehme ich an, war die Verletzung vielleicht doch schlimmer. Gündogan, machst du jetzt dein drittes Ding? Unai Simon hält. Und ich glaube, das ist die erste Ecke für Deutschland. Gucken wir jetzt nochmal drauf auf den Wechsel. Morata für Torres. Ja, Morata hatte 2, 3 gute Aktionen in der ersten Halbzeit. In der zweiten jetzt nicht mehr wirklich. Neuer war sein Endgegner. Von Morata Williams kann hier klären die Ecke. Sané hat die übrigens eingebracht und Emre Can. Wenn der Ballverlust nicht nur teuer wird. Gehen wir hier in die Verlängerung. Das ist übrigens mein Tipp in echt. 2:2 und dann 3:2 nach Verlängerung für Deutschland. Also 2:3. Richtig gesehen, aber jetzt gucken wir auf Dani Olmo. Der Leipziger. Der blockiert wurde von Raum. Weil er einen kleinen Joke gebracht hat auf Instagram. Aber das ist der späte Ausgleichstreffer von David Raum. Von seinem Teamkollegen von David Raum. 2:2, Dani Olmo. Warum jubelt der eine Deutsche? Habt ihr den gesehen? Oder hat sich der beschwert? Gucken wir hier nochmal drauf. Ihr merkt es einfach, es fällt mir sau schwer, parteiisch zu sein. Gut, Olmo hat einen klasse Schuss und jetzt scheint es so zu sein, wie mein Tipp in echt ist. Aber das ist wirklich mein Tipp in echt. Findet ihr übrigens auch in diesem einen Video, was ihr euch vielleicht hoffentlich schon reingezogen habt. Und zwar, da predikte ich die ganzen Viertelfinalspiele. Ich verlinke es euch jetzt mal rechts oben, by the way, in der Infokarte. Jetzt muss aber Deutschland noch gucken, nicht, dass sie noch einen Gegentreffer kriegen. Und Spanien das Spiel komplett dreht. Emre Can ganz stark. Übrigens, man muss leider aber sagen, auf den, ganz klar auf ihn, gegen dieser, neuer nochmal, zweite Gegentreffer von Deutschland. Kimmich. Neuer, das müsste es gewesen sein. Oder gibt ein Fehlpass nochmal die... Oder ist ein Fehlpass nochmal eine Chance für Spanien? Neuer, die Ecke gibt's noch. Oje, oje. Oje, Mini. Der Ball hätte einfach nur weiter weggehen müssen. Dann wäre es in die Verlängerung gegangen. Ferran Torres, Neuer. Das war's. Wir gehen also in die Overtime auf Englisch. Beziehungsweise auf Deutsch. Verlängerung. Davor gucken wir natürlich noch ganz kurz auf die Statistiken. Ja, Sané auch noch nicht wirklich drin im Spiel. Aber gut. Wir kriegen nochmal mindestens 30 Minuten Nachschlag. Die Spielinfo, denke ich, geht an Spanien, ja. Das tut sie. Deutschland hat sich die 2 Tore auf jeden Fall verdient, aber Spanien könnte auch hier mit 3:4:2 führen. Generell könnte das Spiel 4:3 stehen. Richtig geiles offensives Duell. Macht mir richtig Spaß. Und was mir jetzt noch mehr Spaß macht, wir gehen rein in die erste Halbzeit der Verlängerung. Let's go! In der sich natürlich jetzt die Frage stellt, welches Team geht nochmal mehr ins Risiko? Spanien oder Deutschland? Oder pokern beide ein bisschen auf dem Elfmeterschießen? Und wir sehen es gerade, Deutschland wechselt. Ilkay Gündogan, der Doppeltorschütze, raus. Dafür Chris Führig rein. Der kann echt nochmal was mitbringen. Übrigens, gucken wir ganz kurz hier auf Spanien. Carvajal, Olmo, der natürlich überhaupt Spanien zu verdanken hat, dass sie hier nochmal in die Verlängerung gekommen sind. Auf jeden Fall ganz kurz, um das zu beenden. In FC24 kann man, warum er auch immer nicht alle mitnehmen. Bei Deutschland hocken jetzt noch Mittelstädt und Thomas Müller auf der Bank. Das nur kurz zum Nachreichen, weil Spanien weiß ich leider nicht. Jetzt gucken wir drauf, Rüdiger, starker Einsatz. Na gut, Ferran Torres hier dann auch noch, rutscht gefährlich hinterher. Raum. Emre Can. Der so ein bisschen der Unglücksrabe ist, weil er ja diesen Fehlpass gespielt hat. Carvajal stark offensiv verteidigt. Es scheint übrigens so, als würde Musiala auf die ZOM-Position rutschen. Und ja, führe ich so aufs linke Mittelfeld, Querstrich L, ZOM. Jetzt gucken wir auf Emre Can. Er hat das eine Tor verschuldet, der will es natürlich wieder gut machen, aber nicht mit diesem Sprint. Schneller als Carvajal ist er einfach nicht. Generell ist er jetzt nicht der größte Sprinter. Cucurella, Rodri. Laporte.
Spanien, glaube ich, hat noch 3 Wechsel sogar zur Verfügung, weil in der Verlängerung kriegt man einen oben drauf. Deutschland hat schon 5 getätigt, aber kriegt eben jetzt einen 6. Ferran Torres, Rüdiger schlägt dazwischen und Neuer verhindert auch die Ecke. Außer es kommt jetzt ein langer Abschlag, sonst glaube ich, war es das mit der ersten Halbzeit der Verlängerung. Sané. Ja, oder? Sané, der ist verdammt schnell, aber Cucurella hat ein gutes Stellungsspiel und das müsste es gewesen sein. Ich bin echt verdammt gespannt, ob wir hier vielleicht wirklich einen Elfmeterschießen sehen. Jetzt müsste es gewesen sein. Ja, der Schiedsrichter pfeift. Wir gucken diesmal nicht auf die Statistiken, wie sie aussehen, sondern springen gleich rein in die zweite Halbzeit der Verlängerung. Und hier sind wir auch schon angekommen in der zweiten Halbzeit der Verlängerung. Es sind die letzten 15 Minuten, das steht fest an normaler Spielzeit. Aber ist es dann vorbei? Haben wir dann den Sieger? Wissen wir das, oder kennen wir das erste Team, das im Halbfinale steht? Oder müssen wir nochmal in die Extrazeit? Ganz kurz links oben sieht man jetzt, Müller kommt also rein für Jamal Musiala, okay? Vielleicht konnte der nicht mehr so. Das wäre eigentlich nochmal einer gewesen, der vorn wuseligen Druck machen kann. Spanien hat auch gewechselt, habt ihr auch links oben gesehen. Jetzt gucken wir drauf. Was Spanien machen kann, Raum, wichtiger Block. Mittelstädt übrigens damit den FC24, zumindest der einzige, der keinen Einsatz kriegt. In echt wäre natürlich noch viel, viel mehr dabei. Bayer, Undorf, etc. Neuer prügelt den nach vorn. Can, Rüdiger. Rüdiger prügelt den auch nach vorn. Phil Krug, der ist nicht der Allerschnellste, sonst hätte der Ball vielleicht gefährlich werden können. Phil Krug holt sich den Ball echt stark, aber verliert ihn dann auch. Leider genauso schwach wieder. Olmo jetzt nur kein Gegentreffer mehr bekommen. Pedri. Pedri gegen Schlotterbeck. Pedri ist vorbei. Die Flanke kommt erstmal nicht auf den sie gesollt hätte. Aber hinten war noch, ich glaube, Nacho Fernandes. Neuer war da noch mit seinen Fingerspitzen dran. Und ich sage euch, das war verdammt wichtig, sonst wäre der drin gewesen. Pedri. Pedri. Gehört Spanien die letzte Chance. Schlotterbeck erstmal ganz stark. Pedri. Neuer, ich dachte, er langt vorbei, aber der Ball war drüber. Boah, was eine Spannung. Jetzt muss Deutschland vielleicht clever ausspielen. Wenn sie es gut machen, können sie vielleicht noch eine Chance rausholen, ohne einen Konter zu kriegen. Oder sie verlieren den Ball gegen Williams, Neuer. Und das, ja, ist genau das Gegenteil zu dem, was ich gesagt habe. Die letzte Aktion gehört jetzt sehr wahrscheinlich Spanien, außer es gibt 2 Minuten obendrauf. Die Ecke scheint nicht so verkehrt zu sein, Ferran Torres. Neuer hat den, gibt es einen schnellen Abschlag noch. Schießt nur nicht Rodri an und lässt der Ball nicht zurück. Nein, das war's also. Das Spiel ist noch nicht aus nach 120 Minuten. Wir kriegen nochmal Nachschlag und wir gehen ins Elfmeterschießen. Ich bin sowas von gespannt. Hier beraten sich die Teams nochmal. Ja, in echt hieß es ja, es gibt schon Schützen, die ganz safe sind bei Deutschland, weil es angeblich geübt wurde. Mal schauen, ich bin gespannt, ob sie es wirklich geübt haben. Ich würde sagen, wir gehen rein ins Elfmeterschießen. Let's go. Und hier sehen wir Ferran Torres gegen Neuer. Ferran Torres gegen Manuel Neuer. Der erste ist drin. Ich dachte, dass die ersten eventuell nicht treffen. So war es zumindest in einem anderen Spiel. In FC24 hier treffen wir die ersten beiden. Fülle legt wichtig nach. Mirino gegen Manuel Neuer. Gegen Manuel Neuer. Mirino, ganz cool. Die ersten 3 Elfmeter bis jetzt ohne Probleme. Emre Can schießt beim BVB eigentlich die Elfmeter auch ganz sicher. Hier lupft er in die Mitte. Übrigens, es geht auf die Kurve von Spanien. Habt ihr sicherlich schon gesehen. Olmo, der hält auf der einen Seite bei Spanien. Ja, der hat Deutschland ein bisschen versaut. Er blieb cool. Und jetzt Thomas Müller, auch der hatte eigentlich keine wirkliche Aktion in dieser zweiten Halbzeit der Verlängerung. Elfmeter sitzt aber. Rodri, auch der ist nochmal cool. Alle 7 Elfmeter bis dato. Ganz, ganz cool. Kimmich, der schießt jetzt nicht so häufig Elfmeter. Er hat sie sich bei Deutschland genommen. Und jetzt, er hat sie sich bei Deutschland eben genommen. Ich glaube, dass er ihn echt besser wäre. Williams Junior jetzt mit der Riesenchance. Aber ganz kurz, um Kommentator neutral zu bleiben. Und das ist es! Spanien steht im Halbfinale. Zumindest, wenn wir laut dieser Prediction gehen. Williams macht's. Kimmich. Die tragischste Figur überhaupt in diesem Spiel. Ich hab's beim Elfmeterschießen nicht nochmal erwähnen wollen. Jetzt muss ich es leider nochmal erwähnen. Tun wir auch gleich. Wenn wir
kleine Halbzeit, eine kleine Endanalyse machen. Und in der kommt leider einer, und zwar Joshua Kimmich, nicht gut weg. Erstmal gucken wir drauf. Es ist auf jeden Fall hochverdient, der Spanien gewinnt, zumindest was die Statistiken angeht. Ich muss es noch tausendmal sagen, wäre dieser Treffer nicht gefallen. Wir sehen ihn gleich von Joshua Kimmich. Ah, oh, dann wäre das Spiel vielleicht so anders ausgegangen und dann 86. Olmo, ja, da passiert nicht mehr wirklich viel. Ja, und dann ist er halt nochmal der Leidtragende, weil er auch den Elfmeter verschießt. Gucken wir doch einfach nochmal drauf. Ach, jetzt weiß ich auch um FC24, dass Kimmichs Eigentor wertet, weil der von Neuer nochmal irgendwie... Oh Gott, ich will es nicht nochmal sehen. By the way, seit wann gibt es so viel Spielhöhepunkte normal? Kürzes FC24, ja voll. Alter, das ist ja cool. Aber gut, das war es auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe natürlich und ich glaube auch nicht, dass es in echt so ausgehen wird. Ich glaube Deutschland, ja, also ich glaube nach den 90 Minuten steht so, aber dann macht Deutschland noch, wie gesagt, in Person von NF Niklas Füllkrug das entscheidende 3:2 Siegtor. Aber jetzt bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, lasst jetzt hier oben unbedingt ein fettes Abo da. Hier oben ein fettes Abo da lassen und aktiviert die Glocke, um eben ja die restlichen Viertelfinalspiele und die Halbfinalspiele und das Finale natürlich nicht zu verpassen. Und da habe ich euch jetzt schon hier da auf der Seite, oh, wo ist es hier, mal die Playlist von dem ganzen Projekt verlinkt und drunter irgendein random Video aus dem Projekt. Jetzt also macht's gut, haut rein und hoffentlich bis zum nächsten Mal.